Hallo meine Freunde, und wieder beschäftigen wir uns mit einem der typischen Probleme unseres 944er. Und zwar geht es diesmal um ein defektes DME-Relais. Das kaputte Relais erkennt er ganz einfach, der Porsche läuft nicht mehr. Bei dem Relais handelt es sich um ein doppeltes Relais mit zwei hintereinander geschalteten Relais. Das eine gibt die Zündung und das andere die Benzinpumpe frei. Angesteuert wird das Relais durch ein positives Signal auf 86, 85 und 85B sind Masse der Relaiswicklungen. Und dann wird hier der Leistungskreis zweimal durchgeschaltet auf 87 und 87B. Ich habe jetzt einen Teststand aufgebaut, 12 Volt Spannungsversorgung in Ohmmeter, und damit messen wir das Relais jetzt mal stufenweise durch. 85B und 85 werden mit Masse verbunden. Wenn ich jetzt auf 86 gehe, muss das Relais klacken. Die Ansteuerung funktioniert, wie man hört, noch einwandfrei. 85 und 85B sind weiterhin mit Masse verbunden. Auf 86 werde ich wieder Plus bringen. Jetzt messe ich mal die erste Relaisstufe durch. 30 steckt auf der einen Leitung des Ohmmeters und 87 steckt auf der anderen Leitung des Ohmmeters. So, probieren wir es mal. Ihr schaut auf das Display vom Ohmmeter und 0,01 Ohm. Das ist ungefähr der Widerstand der Leitungen und Kontakte. Also die Stufe ist perfekt in Ordnung. Wir schauen nach der zweiten Stufe. Um die zweite Stufe des Relais zu testen, muss ich einmal noch die 30, weil die 30 schaltet nachher über die erste Stufe ja die Steuerung von der zweiten an. Da brauche ich also 86 und 30 auf Plus und 85 und 85B auf Minus, und dann muss ich auf 87B die 12 Volt messen. Ihr seht, ich bin drauf, es hat geklackt, aber das Relais schaltet nicht durch. Noch ein Versuch, geht nicht. Und da haben wir unser Problem, das heißt, diese Relaisstufe schaltet nicht durch. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal von innen an. Zum Glück kann man die alten Relais noch öffnen. Ihr seht, das Gehäuse ist eigentlich hier nur drüber geschoben, ist aber hier eingerastet und auf der Unterseite. Ihr schiebt die Uhrmacherschraubenzähne hier links und rechts von der Rastnase drunter. So, eine Seite habe ich schon mal. Da waren sie, jetzt habe ich es. Okay. So, seht ihr mal den Aufbau von der ganzen Geschichte. Hier ist das eine Relais und das andere sieht man, wenn man hier auf die Seite geht. Da ist der eine Schaltkontakt, der schaltet zwischen hier und hier. Und der zweite Schaltkontakt liegt da hinten. Wir schauen jetzt mal, ob auch beide Relais noch mechanisch arbeiten. Gleicher Aufbau wie die ganze Zeit. 85 und 85B sind auf Masse. Auf 87 schauen wir, ob die Plus, die ich auf 30 einspeise und jetzt noch auf den Steuerkontakt gebe, auch durchkommt. So, wenn ich jetzt drauf gehe, seht ihr, das rechte Relais schaltet jedes Mal sicher durch. Beim linken Relais habe ich das Problem, dass ich immer erst auf die Platine hinten langen muss, bis es kommt. Das heißt, es gibt hier im oberen Teil der Platine hinten einen Wackelkontakt. Das ist eine schlechte Lötstelle. Die reparieren wir jetzt und dann geht das Relais. Hier seht ihr die schwarze Linie, wo die Lötstelle gebrochen ist. Hier seht ihr auch die typische Linie von einer gebrochenen Lötstelle. Jetzt kann man natürlich ins Porsche-Zentrum gehen, neues Relais kaufen, oder man macht es wie ich, man lötet es. Zum Löten nehmen wir 340 Grad. So, löten wir das Teil mal. Machen hier ein bisschen Zinn drauf, dass wir einen Wärmekontakt bekommen. Und dann schön, jetzt ist sie verflossen und die geht wieder. So, dann machen wir das mit der zweiten auch. Jetzt ist sie verflossen, okay. Die geht wieder. Dann schauen wir uns mal die noch an. Schaden kann es nicht, den allen ein bisschen frisches Zinn zu geben. Gut, das sind nur Halterungen, da braucht man nichts machen. Die hatten wir schon gelötet. Machen wir die noch. So, jetzt war sie schön heiß. Und dann gibt es noch die kleinen hier. Da müsst ihr aufpassen. Die sind nur die Versorgungsleitungen.
gehen dann mal nicht so leicht kaputt, aber schaden kann es jetzt auch nichts, ein bisschen frisches Zinn drauf zu geben. So. So, ihr seht, jetzt arbeiten einwandfrei beide. Und die 12 Volt schalten durch. Seht ihr, das geht jetzt bei jedem Versuch. Die Diode hier brauchen wir übrigens nicht separat zu messen, weil wenn die nicht gegangen wäre, hätte ja das erste Relais schon nicht geschaltet. Die Kontakte von dem Relais können wir mit so einer Kontaktfeile für Relais reinigen. Das heißt, ich drücke die hier mal rein, drücke ich den Kontakt ein bisschen an, ein paar Mal hin und her und der Kontakt ist wieder gut. Der andere Kontakt, natürlich das gleiche. Der Deckel kommt so wieder drauf, dass die Beschriftung hier an den zwei kleinen Kontakten ist. Schauen wir mal, ob unser repariertes Relais auch funktioniert. Wie das Relais gesteckt wird, seht ihr an den Kontakten im Sockel. Es kommt also so rum wieder drauf. Und jetzt können wir unser Glück probieren. Wenn er jetzt anspringt, funktioniert alles. Und wieder haben wir erfolgreich eine Reparatur an unserem S2 erledigt. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.